Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Oder hallo, erneut willkommen hier. XCOM 2 mit mir, Elo. Es geht erneut los. Das letzte Aufgebot, das war ja abzusehen, schafft das nicht so ganz. Deswegen gibt es jetzt das letzte Aufgebot. Mit dem Versprechen, alles besser zu machen diesmal. Irgendwie. Ich hoffe, dass mir das tatsächlich gelingt. Auf alle Fälle hier Marius Müller-Westerhagen hier vorne ist auch am Start. Und ja, muss halt jeder seinen Beitrag leisten, wenn es hart auf hart kommt. Menace 1-5, wir haben Zielkontakt. Okay. Rücken Sie zur Zielposition vor und platzieren Sie die X4-Ladungen. Bestätigt. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Dann gehen wir mal dahin. So, uns auf alle Fälle schon mal ein bisschen verteilen, ein bisschen besser verteilen, als das oftmals sonst möglich ist. Bin gleich da. Und hoffen, dass wir sie da ein bisschen dann gleich mal in die Mangel nehmen können. Scanne Gebiet. Los geht's. Und probieren hier alle Richtungen abzudecken. Wird ja definitiv noch einen zweiten Trupp geben. Wenn wir den natürlich zuerst finden, umso besser. Begebe mich zu dieser Position. Verstanden. Rücke ab. Okay. Ziel im Visier. Sie sind bei der Zielposition. Ja, das ist ja schon mal gut. 67. Rücke zur Zielposition vor. So, machst du auf alle Fälle mal einen Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Und ich weiß nicht, ob wir hier schon mal mit einer Granate anfangen. Nein. Wir fangen einfach mal mit einem Schuss ins Blaue an. Feind am Boden! So, jetzt. Wir sind aufgeflogen! Sind wir aufgeflogen? Rückt Advent aus. Ja, für 3 nur, schade. Mit gelbem Schild oder 47. Ich habe hier drüben ja noch meine kleine Geheimwaffe, die allerdings nicht weit genug kommt, leider. So werden sie. Ja, das ist natürlich nicht die Welt wieder mal. Könnten sie jetzt beide sprengen. Aber nehmen uns natürlich dann auch so die Deckung. Deswegen, wir nehmen da jetzt einfach mal die 54 mit. Und nehmen uns oder so die Deckung. Ziel steht noch. Na, damit kommt er natürlich dann auch in einen besseren Feuerwinkel. Ziel erledigt. Aber das können wir jetzt leider nicht ändern. Vielleicht zieht er sich ja auch zurück, ne. Macht einen Feuerschutz. Naja, ich meine, 54. Da können wir ja, denke ich mal, ruhig ein bisschen aufholzen. Kann die junge Dame ihren Fail von ihm so ein bisschen wieder gut machen. Und wir können mal schauen, dass wir hier ein bisschen weiter vorrücken.
geht nichts. Schon unterwegs. Gebe Feuerschutz. Ja, alle brauchen eigentlich, glaube ich, keinen Feuerschutz geben. Ich bleib mal trotzdem hier draußen. So, Bernadette lädt mal nach. Begebe mich zum Ziel. Da ist der zweite Trupp. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Geht wirklich, gehen wirklich nicht beide, ne? Na, dann muss es der Offizier sein. Weil mir der andere, also das Erledigen auf alle Fälle. Das ist ärgerlich. Bin unterwegs. Jetzt haben wir natürlich uns so gut in alle Richtungen abgesichert, dass wir kaum rankommen. Aber den Offizier würde ich schon gern mitnehmen, wenigstens noch. Auch wenn das wie ein Fehlschuss aussah, aber Feuerschutz. Also das Einsammeln wäre auch noch recht wichtig. Sie haben mich erwischt. Mhm, okay. Das könnte jetzt hier natürlich problematisch werden. Stand er da ohne Deckung? Eigentlich nicht. Naja. Bestätigt. Also gefühlt nicht. Dann kommen wir hier kaum ran, da mal wieder nicht genügend Deckungen vorhanden sind. Eins der größeren Probleme. Schon dabei. Ja, jetzt natürlich im ersten Dings einen Verlust zu haben, das nervt mich jetzt natürlich schon gleich wieder. Werfe Granate! Da hilft mir das jetzt auch gar nichts, dass wir den sehr souverän abgeknallt haben. Ja, das kann man nicht sprengen. Und das war jetzt meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Am Ziel vorbeigeschossen. Die Waffe verschlingt meine Munition. Hätte man doch von da hinten werfen sollen. Okay, dann setzen wir uns jetzt eh aus. Okay. Kriegen wir natürlich in keinster Form. Ob das jetzt natürlich wert gewesen ist, das weiß ich noch nicht.
verbrennt. Könnt ihr denn jetzt wenigstens auch noch den einen Schadenspunkt kriegen? Nein. Ich brauche hier etwas Hilfe. Bin unterwegs. So, ziehen wir uns mal hier rüber. Hauen wir den mal weg. Bestätigter Abschuss. Menace 1-5, das Gebiet ist sicher. Wir erfassen auf unseren Scannern keine Feinde in der Nähe. Menace 1-5, uns bleibt nur wenig Zeit, bevor Advent reagiert. Wir müssen diese Ladungen so schnell wie möglich platzieren. Wenn es nur anderthalb. Aber das ist natürlich ärgerlich. Den habe ich jetzt natürlich billigend in Kauf genommen. Nehmen wir noch Feuerschutz ein, dann können wir hier das X4 platzieren. Die Weiterentwicklung. Menace 1-5 zum Evakuierungspunkt vor. Und können hier versuchen abzurücken. Status bestätigt. Trupp in Sicherheit. Zünde Ladungen. Naja, nicht der ganze Trupp ist in Sicherheit, ärgerlicherweise. Das wird sich bestimmt noch rächen. Aber dass sie den da halt einfach so abknallen, das ist schon shitty. Stand, aber der Stand in Deckung. Bin mir ziemlich sicher. So, ja, zwei Verwundete. Dann können wir mal in die Förderung noch schnell rein. Okay, haben wir unseren Specialisten. Ja, coole Sau. Definitiv. Okay, ein Grenadier fällt aus für die ersten Runden. Und das ist ein Ranger. Das wäre dann der Sniper gewesen. Schade. So, von der Forschung her war Modularwaffen ja definitiv was, was wir relativ schnell machen sollten. Technikabteilung stellen wir uns mal auch noch schnell vor. Kennt er ja im Prinzip alles schon. Das Leben in den Kolonien und die Arbeit mit Advent muss doch angenehm gewesen sein. Warum der Sinneswandel? Wie die meisten Leute wollte ich glauben, dass die Aliens... Sie hätten es besser wissen. Aliens an Frieden interessiert waren. So, da sind wir auf der Brücke, dann können wir jetzt eigentlich erstmal scannen. Während wir uns auf neue Einsätze vorbereiten... Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen und ich versuche meine Quote mal zu verbessern, was... Verluste angeht. Ja, dann schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.